Moin! Noch sitze ich hier im Warmen, aber gleich geht's raus ins Kalte. Und zwar mache ich wieder eine Fahrradreise. Ich fahre mit dem Fahrrad den Ederradweg von Erndtebrück nach Guxhagen, also kurz vor Kassel. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. Hab jetzt so 2 Tage Zeit und auf geht's. Schnell noch meinen Kaffee austrinken und dann ab zur Bahn und ab nach Erndtebrück. Hours later. Moin, also ich habe es geschafft, ich bin hier in Erndtebrück angekommen und jetzt geht's endlich los. Ist genau jetzt um die Mittagszeit, also kann ich ruhig bis heute Abend radeln, mal schauen, wie weit ich komme. Erndtebrück, weiter geht's Richtung Berleburg und Franken-Eder und wie die ganzen Dörfer hier alle heißen. Soll sehr schön sein, ich nehme euch mit, viel Spaß dabei. Thank you.
jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Moment Pause. Ich bin echt fix und fertig. Das ging viel nach oben. Ich werde viele Höhen mit euch geschrubbt. Jetzt lässt mein Vorderreifen ein bisschen Luft. Aber ich habe so ein Punchspray mit gehabt. Das habe ich einmal reingesprüht und noch ein bisschen nachgepumpt. Mal gucken, ob das hält. Jetzt erstmal Mahlzeit. Jetzt bin ich hier gerade durch irgend so ein Dorf gefahren, da war ein schönes Dorffest, habe mir schönes Fischbrötchen gegönnt, das war dann auch gleichzeitig mein Abendessen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Schlafgemach
Und ich habe hier was gefunden. Das muss ich mir mal anschauen, ob ich da oben einfach mein Zelt aufbauen kann oder zumindest nur die Isomatte hinschmeißen kann und meinen Schlafsack. Werde ich gleich berichten. Ich gehe gucken. Das Coole bei diesem Nature Hike Zelt ist natürlich, dass es ein freistehendes Zelt ist. Deshalb habe ich die Möglichkeit, hier auch eben auf diesem Hochsitz bzw. auf diesem Aussichtsturm das Zelt aufzubauen. Muss halt keine Erdnägel reinhauen, das hält und trägt von alleine. Jetzt puste ich noch ein bisschen die Luftmatratze auf, Schlafsack rein und dann, ja, weiß ich nicht, ganz gemütlich den Abend ausklingen lassen. A few moments later. Also ich bin kurz vor Frankeneder, habe jetzt hier auf dem Hochsitz mein Zelt alles aufgebaut, steht alles. Reicht für heute. Vielleicht ein Stündchen noch wach bleiben, bis es wirklich dunkel ist. Und dann haue ich mich hier hin. Und dann penne ich und dann geht es morgen früh weiter. Bis dahin. Aber ich habe noch was. Der darf nicht fehlen, Boris. Und der wärmt. Gute Nacht. Lecker! Nicht so lecker! A few hours later. Scheiße, ist das kalt, ey. Minus 1 Grad hat das jetzt. Ich habe aber gut geschlafen. Der Schlafsack hat wirklich gut gehalten. Ich habe mir den so weit über den Kopf gezogen, dass also ich noch atmen konnte. Auch es war echt scheiße kalt. Jetzt ist mir selbst mein Wasser ein bisschen eingefroren. Muss ich einen Moment warten und dann mache ich mir erstmal irgendwie meinen Kaffee warm, dass ich was trinken kann. Dann baue ich das Zelt ab und dann geht's weiter. Bis nachher. Schweinekalt. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Jacke sehen kann. Das ist echt gefroren, die Feuchtigkeit. Jetzt sitze ich beim Bäcker, erstmal frühstücken, zweiten Kaffee und dann geht's weiter.
Sonne ist es traumhaft schön. Also wirklich, da ist es schon fast zu warm wieder. Habe ich erstmal eine Schicht ausgezogen, wieder die Sommermütze auf, die Sommerhandschuhe an. Und dann geht's jetzt weiter. Nächstes Ziel ist der Edersee. Und da werde ich dann wahrscheinlich Mittag machen. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. We'll be right back.
Moin, ich bin jetzt hier in Edersee angekommen, direkt am Ederstausee. Der Ort heißt auch Edersee und hier habe ich mir jetzt aber eine Pension gesucht. Die letzte Nacht war wirklich so berstig kalt. Also der Schlafsack hat wirklich schon seine Grenzen gehabt bei den Minusgraden. Deswegen heute hier eine Pension und ein richtiges Bett. Und morgen gibt es dann die letzte Etappe bis kurz vor Kassel. Hab jetzt noch zwei Fischbrötchen mir geholt, hier an so einem Stand vom Ederstausee oder irgendwo da, oder Edersee gefischt. Die werde ich mir gleich schmecken lassen und dann werde ich den Abend ausklingen lassen. Fischbrötchen war sehr lecker. Es wird dunkel. Ich bin todmüde. Ich gehe ins Bett. Ich sage gute Nacht und Prösterchen. Eiermeister! Bis morgen. Ciao, ciao. A few hours later. Moin. Dritte und letzte Etappe heute. Also hier von Edersee. Bis kurz vor Kassel, 50, 52 Kilometer, irgendwie sowas. Ärgerlich, jetzt fängt es an zu regnen. Ich habe mal nach dem Wetterradar geguckt. Den Regen habe ich jetzt da, der zieht aber an mir vorbei. Und dann habe ich auch die nächste Regenfront, die dann hinter mir herkommt. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück und kann zwischen beiden Regenfronten fahren. Ich hoffe, es war trotzdem nett und angenehm. Viel Spaß dabei, bis später.
fahre ich Pfeife doch glatt an der Edermündung vorbei. Denke mir, irgendwann muss doch die mal kommen. Bin gefahren. Sehe ja rechts immer noch Wasser von mir, aber das war dann schon die Fulda. Also dort, wo die Brücke da war, das ist die Fulda, das Wasser. Also nochmal knappe 2 Kilometer zurück und jetzt bin ich gleich an der Edermündung. Also von links kommt die Fulda, von rechts kommt die Eder, dann geht das jetzt hier so weiter. Also das ist die Stelle, wo die Eder in die Fulda mündet und ich habe mein Ziel erreicht. Also gerade alles gesagt, so ist es. Hier nochmal der Beweis, dass ich da gewesen bin. Jetzt geht es weiter, irgendwo wo der nächste Bahnhof ist, Guxhagen oder so, und dann geht es ab nach Hause. Reicht, Ederradweg, check, erledigt. Auf jeden Fall empfehlenswert, landschaftlich echt super. Normalerweise schaffe ich auch mehr Kilometer, hab's aber echt genossen, weil war so viel zu gucken, so viel zu sehen. Dann bin ich echt gemütlich gefahren und kriegt ein Like. Kann man gut empfehlen, kann man mit Kindern auch machen, ganz easy peasy. Und jetzt ab zum Bahnhof. Bis später. Ich habe noch einen Schluck übrig. Prösterchen. Alle. Nein, doch. Thomas, ich bin auch dabei. Na, klare Sache. Und ich bin, Uwe, bin auch dabei. Und ich bin auch dabei und ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Ich bin der Peter, ich bin auch dabei.